Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Back to the Future. So, wir stehen hier gerade vor einer wichtigen Entscheidung. Sagen wir unseren richtigen Namen oder sagen wir einfach, wir sind Corleone? Also der uns hält, der wir sein sollten und so weiter. Ist interessant, weil aktuell haben wir haben es ja geschafft, Edna und ihn zu trennen. Aber scheinbar ist er komplett am Zusammenbrechen im geistigen Sinne, was natürlich auch nicht gut ist. Ich sag meinen richtigen Namen. Marty, mein Name ist Marty. Also war alles, was du mir erzählt hast, gelogen. Irgendwie. Warum hast du mein Leben ruiniert? Oh, Spaß an der Freude. Ich habe zu deinem eigenen Besten Edna war getan. nicht gut für dich. Sie hat dich auf den falschen Pfad geführt. Verstehe. Du wolltest nur mein Bestes. Ja. Wie mein Vater. Aber da steckt mehr dahinter, denn Ich habe es um deiner Zukunft willen dein getan. Vater kannte deine wahre Bestimmung nicht. Ja, aber du. Ja. Wie konnte ich einen mentalen Affinitätsmesser finden, aber nicht erkennen, dass du völlig wahnsinnig bist? Was spielt das für eine Rolle? Die Welt ist krank. Nein, ich weiß genau, was ich tue, denn Aus Spaß und Freude, immer diese Spaß und Freude. Ich habe es um unser aller Zukunft willen ich getan. weiß, das klingt vielleicht verrückt, aber hör zu. 1985 wirst du etwas erfinden, eine. Richtig, es klingt verrückt. Ich versuche dir zu erklären, wo ich herkomme. 1985 wirst du etwas erfinden, eine. Richtig, es klingt. Ich versuche dir. Okay, mit der Antwort kommen wir nicht weiter, also aus Spaß und Es Freude. war nur ein Spaß. Du hast mein Leben zum Spaß ruiniert? Ja, so verschaffe ich mir etwas Abwechslung. Du Mistkerl! Die ganze Zeit hast du meine Träume befeuert und mir gesagt, dass ich ein großer Wissenschaftler sein werde. Du bist wahnsinnig. Ja, guter Scherz. Träume sind nur was für Leute, die auch den Mumm haben, sie zu verwirklichen. Du behauptest, ich hätte keinen Mumm? Du? Ha, sieh dich doch an. Was weißt du schon von Träumen? Ha, jemand wie du. Du weißt doch gar nichts über mich. Ich habe mehr Träume, als du jemals haben wirst. Tagträume zählen nicht. Tagträume? Das haben sie auch Edison und Einstein vorgeworfen. Da Frankenstein? Ja, und sieh dir an, was die geschafft haben. Ich habe die Nase voll von Leuten, die mir sagen, was ich tun kann und was nicht. Erst mein Vater, dann Edna und jetzt du. Hör zu, ab jetzt lebe ich mein Leben auf meine Art und folge nur meinem Rat und verwirkliche meine Ideen. Meine Ideen, hörst du? Meine Ideen. Gottgütiger, ich habe es. Hast was? Die Lösung, meine Erfindung. Ich weiß, wie sie Der funktioniert. mentale Affinitätsmesser? Nein, nein, die fliegende Das Personentransportvorrichtung. Raketenauto? Keine Raketen, keineswegs Raketen. Da lag der Fehler. Die Grundidee war gut, aber das Antriebssystem war nicht zu handhaben. Aber der Blitz, der Blitz. Die Antwort ist klar. Es kam mir plötzlich so wie Ein Blitzschlag? Genau, statische Elektrizität. Superionische statische Elektrizität, die die asynchrone Oszillation reibungsfreier Platten innerhalb. Was macht dieses dumme Ding auf meinem Kopf? Emmett, du bist wieder du Und ich selbst. habe meine Zeit mit all meiner Gedankenleserei verbracht, während doch ernsthafte Wissenschaft auf mich wartete. Und die Expo fängt um 20 Uhr an. Oh, schnell raus hier, bevor noch irgendwas passiert. Was? Ich sagte, schnell raus hier, bevor noch irgendwas. Oh. Oh. Okay, es ist besser gelaufen, als ich erwartet habe. Ich habe jetzt mit dem Schlimmsten gerechnet, aber so. Was war hier? Rettet Emmett vor dem Sturz in den Tod. Willst du einen Kuchen? Kann ich ihn hier mit irgendwie hochziehen? Ich Nee, habe wahrscheinlich. gerade keine Lust auf ein Ständchen. Emmett! Was? Ich werde dir bei deiner neuen Erfindung helfen. Großartig! Aber erstmal muss ich hier runterkommen! Hast du was Hast du dabei? was Nützliches dabei? Nur meine Brieftasche! Oh! Und diese Anti-Kleb- und Anti-Flecken-Formel! Ups! Jetzt nicht mehr. Irgendwelche Ideen? Irgendwelche Ideen? Für heute habe ich mein Glück wohl aufgebraucht! Hat sich ja nochmal relativ gut entwickelt, hätte ich ja nicht erwartet. Oh Mann.
Tut mir leid. Entschuldige, dass ich dich so aufgebracht habe. Aber ich musste... Vergiss es! Keine Zeit mehr für lange Erklärungen! Es tut mir leid wegen Edna und dir. Schwamm drüber! Hol mich jetzt endlich hier runter! Also runter kommst du definitiv. Das kann ich dir versichern. Lass dich nicht hängen! Sehr witzig! Badum. Oh, eine Uhr. Die Expo hat schon begonnen. Einfach nach unten und ihn auffangen. Okay, was müssen wir machen? Gedankenhelm. Sprühflasche mit Reiniger. Es bewegt sich kein Stück. Emmets, lass da. Soll ich Hilfe holen? Ich lass ihn besser nicht allein. Na. Oh. Helm. Ich glaube nicht, dass er ihn braucht. Emmets Lösung. Das Zeug ist gefährlich. Ha. Ich habe aber nichts hier, was ich ihm hochschmeißen könnte oder sowas. Nee. Das ist die Frage, was sollen wir jetzt tun? Hier ist ein Seil. Der Knoten löst sich nicht. Gut, das ist ja nicht das Problem. Das kriegen wir hier mit hin. Jetzt haben wir das Seil hier. Ich komme von hier nicht ran. Ja gut, das macht ja keinen Sinn. Wir gehen jetzt mal wieder oben und gucken, dass wir das irgendwie hochziehen können oder so. Festhalten! Ich hatte sowieso nichts anderes vor. Ich kann sie eh nicht festhalten. Lass uns verschwinden! Deine Hose, sie hängt fest! Tu etwas, bevor wir zerquetscht werden! Hier das Wundermittel. Was machst du da? Vertrau mir! Festhalten! Sauber. Wie war gleich dein Name nochmal? Marty. Marty, danke! Nicht der Rede wert. Wolfram, der Beschleuniger muss aus Wolfram hergestellt werden, da die Temperatur im Umwandler fraglos enorm sein wird. Wahrscheinlich müssen wir alle Glühdrähte in meinem Haus abernten. Deine Erfindung? Glaubst du, du kannst sie bis zum Ende der Expo fertigstellen? Das muss ich. Meine Zukunft hängt davon ab. Na dann los! Die oszillierenden Platten müssen natürlich ganz präzise kalibriert werden. Die geringste Abweichung könnte zu einer Fluktuation in der Stärke des Magnetfeldes führen, was zum plötzlichen Wechsel der Polung führen würde. Das Ergebnis wäre katastrophal. Wen juckt's? Meine Rede! Wissenschaft muss chaotisch und unvorhersehbar sein. Wo wäre denn sonst der Spaß? Er ist wirklich hier normal geworden. Oh, verdammt. Soll ich sie mitnehmen? Mr. Sagan, haben Sie Ihrem Auto der Zukunft die Macken ausgetrieben? Nicht alle, aber zumindest ist die Bodenfunktionalität des DeLorean noch intakt. Wie immer habe ich nicht die geringste Ahnung, wovon Sie reden. Das erinnert mich an jemanden, den ich... Aber, meine Liebe, keine Sorge. Sicher wird am Ende alles wieder gut. Vielleicht für alle anderen, aber ich fühle mich wie jemand, der sehr lange einsam und ungeliebt bleiben wird. Vielleicht sollte ich mir eine Katze anschaffen. Oh Mann. Unsinn! Ich kann Ihnen mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass Sie ein langes und erfülltes Leben erwartet. Wie können Sie das wissen? Oh, Sie werden schnell feststellen, dass ich fast alles wissenswert über den jungen Emmett, seine Freunde, weiß. Sagen Sie mal, wie viel wissen Sie über Michael Corleone? Oh mein Gott. To be concluded.
Let me explain it again. I realized that it wasn't Edna that made my life miserable. It was science. She used my science to turn Hill Valley into a police state. If Emmett doesn't go through with a demonstration at the expo, his dreams of being a scientist will dim just enough for Edna to step back into his life and steer him down another path. Doc. Wow. Es war eine relativ kurze Episode, ja. Und tatsächlich ist es so passiert, wie ich es befürchtet habe. Der Doc hat sich quasi wieder in Edna verliebt und will nicht, dass sie eine traurige Zukunft hat. Oh mein Gott. Das ist böse, ja. Das könnte, bin ich echt mal gespannt, wie die nächste Folge dann wie die nächste Episode dann ausgehen wird. Wow. Gut, ich hoffe, euch hat diese Episode und auch diese Folge gefallen. Und ja, wir sehen uns dann zu Beginn der nächsten Episode wieder. Bis dann. Cheerio.